Zuletzt hatten wir uns darüber unterhalten, wie man Dokumente, Textdokumente parst, also in einen Strom von Token zerlegt und was gegebenenfalls für Tokens interessant sein könnten als Indexterme. Und da hatten wir schon Sachen erwähnt wie Nominalphrasen oder Named Entities, hatten uns aber erstmal darauf zurückgezogen, nur über die Tokenfolgen an sich zu sprechen, hatten nur über N-Gramme gesprochen und beispielsweise gesagt, ja, man könnte darüber nachdenken, ob man einfach alle 1 bis 5 Gramme beispielsweise als Suchmaschinen indiziert, die häufig genug sind. Das ging dann einher damit, dass man ein bisschen mehr Speicher für den Index einplanen muss. Und man könnte sich die Frage stellen, ob man nicht vielleicht doch nicht alle N-Gramme speichern will, sondern nur ganz wichtige, also sowas wie Nominalphrasen oder Named Entities, oder ob man gegebenenfalls sagt, man möchte im Retrieval-Modell, falls Nominalphrasen oder Named Entities angefragt werden, Dokumente, die genau diese enthalten, eben ein bisschen höher gewichtet oder so, wenn man das im Retrieval-Modell abbilden könnte. Und genau dazu werden wir uns jetzt mit einem kleinen Ausflug in den Bereich der Informationsextraktion beschäftigen. Das ist ein riesiges Gebiet in sich selbst im Bereich des Natural Language Processings, also wenn es darum geht, Texte zu analysieren. Sie haben ja Natural Language Processing, so das verwandte Forschungsgebiet. Aber wir werden uns einfach nur mit so ein paar Kleinigkeiten erstmal da beschäftigen, die speziell zum Indexbauen gegebenenfalls besonders wichtig sind und dann auch in etwa Suchanfragen das matchen zu können und zu sagen, ah, da ist eine Nominalphrase, die könnte wichtiger sein, oder da ist eine Named Entity, das könnte wichtiger sein. Dazu muss man das in Texten finden und eben auch den Anfragenden finden, wobei das Erkennen von Named Entities in Anfragen häufig noch ein bisschen anders funktioniert, als wir es uns jetzt für längere Texte anschauen werden. Gut, steigen wir aber mal ein und fragen uns, was eigentlich Informationsextraktion ist. Also wie gesagt, ein größeres Gebiet im Natural Language Processing. Die Grundidee ist zu sagen, wir wollen strukturierte Informationen aus unstrukturierten Quellen, also sowas wie Textdokumenten, herausbekommen. Und das ist im Prinzip mit dem Ziel verbunden, dass man sagt, naja, mit strukturierten Informationen kann man irgendwie ein bisschen mehr anfangen. Man kann das beispielsweise versuchen, auf Wissensgraphen abzubilden, etwa wenn man Named Entities erkennt. Oder man kann auch versuchen, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, wenn man beispielsweise noch Beziehungen zwischen Named Entities oder sowas in so einem Wissensgraphen hätte. Und dann kann man, wenn man Named Entities erkennt, bestimmte Eigenschaften von den Texten beispielsweise versuchen abzuleiten. Üblicherweise funktioniert Informationsextraktion immer so, dass so ein Tokenstrom reinkommt. Also tokenisiert haben wir ja schon. Und der Tokenstrom mit Annotationen oder man könnte auch sagen Tags an den einzelnen Token wieder rauskommt, vielleicht auch nur ein Teil des Tokenstroms als Ausgabe zurückgegeben wird. Methodisch gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt aus klassischer Sicht so ein bisschen Ansätze, die darüber gehen, dass man Regeln versucht, beispielsweise manuell zu finden oder eben auch durch maschinelle Lernverfahren Regeln versucht zu finden oder eben gleich maschinelle Lernverfahren einsetzt, um so eine Tokenfolge zu verarbeiten oder auch das sogenannte Sequence Modeling, wo man tatsächlich auch darauf abstellt, dass man weiß, in welche Reihenfolge die Token eigentlich in der Tokenfolge sind, kommen und dann damit gegebenenfalls bessere Erkennungsleistung für Informationen wie etwa, wo sind Nominalphrasen oder wo sind Named Entities erreichen zu können. Informationsextraktion selbst ist im Prinzip die Aufgabe, aus den einzelnen Token komplexere, im Zusammenhang des Information Retrieval, komplexere Indexterme zu erkennen. Und zwar beispielsweise Nominalphrasen, die sich dann eben aus Token zusammensetzen, die als eine Folge dann in sich als Kopf, als wichtigstes Token ein Nomen haben, ein Substantiv und vielleicht noch irgendwelche modifizierende Wörter, beispielsweise Adjektive oder so dabei. Ein Beispiel könnte sowas sein wie The Yellow House, also das gelbe Haus. Da ist immer so ein bisschen die Debatte, ob jetzt der Artikel mit zur Nominalphrase gehört oder nicht. Ich habe es jetzt hier mal mit kursiv gesetzt, aber man könnte auch gegebenenfalls sagen, Artikel fallen halt raus und dann ist es eben nur Yellow House oder eben A Skateboard, I want a Skateboard, dann ist A Skateboard hier die Nominalphrase. Entsprechend ähnlich, sowas im Sinne der Informationsextraktion erkennen,
zu wollen, Named Entities, also nicht mehr nur Nominalphrasen allgemein, sondern ganz spezielle Nominalphrasen, die eben häufig auch als substantivierte Phrasen oder Substantive gar benutzt werden können. Das sind dann Bezeichnungen für Orte, Personen, Organisationen, also Firmen oder so, oder Ereignisse. Das muss nicht unbedingt in der realen Welt sein, das könnte auch quasi ausgedachtes Named Entity sein, also etwa Harry Potter oder so als Figur wäre auch ein Named Entity, weil es eben ein konkretes Objekt, in dem Fall ein fiktives Objekt bezeichnet. Außerdem wichtig in der Informationsextraktion und gegebenenfalls auch wichtig fürs Retrieval, aber damit werden wir uns hier im Rahmen dieses kleinen Abschnitts nicht beschäftigen, Koreferenz auflösen, sogenannte Anaphern oder Kataphern. Das sind Ausdrücke, die man im Text manchmal benutzt, um nicht immer wieder das Substantiv beispielsweise wieder zu benutzen. Also hier in dem Beispiel Resolving Them, da ist also Them das Wort, was zurück auf Koreferenzen verlinkt, sodass man hier nicht nochmal Resolving Koreferences sagen würde. Man hat ja früher vielleicht in der Schule so gelernt, möglichst Wortwiederholungen oder sowas zu vermeiden, damit ein Text gut geschrieben ist. Und wenn man das macht, dann setzt man häufig solche Koreferenzen ein. Koreferenzen aufzulösen maschinell ist aber eins der quasi schwierigsten Probleme, die es noch gibt. Das ist noch nicht gelöst und im Prinzip gibt es da so ein paar Heuristiken für, die auch einigermaßen gut funktionieren, aber es gibt noch nicht das Verfahren, was tatsächlich Koreferenzen garantiert auflösen kann. Da es so ein bisschen ein komplexes Thema ist, werden wir das jetzt hier auch nicht weiter verfolgen in diesem Abschnitt, aber ich wollte mal darauf hingewiesen haben. Im Prinzip ist das auch was, was man eigentlich auflösen möchte, wenn man jetzt Dokumente indiziert? Wenn man ja dann zum Beispiel sagen würde, eigentlich kommt ja hier Koreferenz zweimal vor in diesem Stückchen Text, nämlich hier einmal explizit und einmal eben als Koreferenz selbst. Und ja, dann müsste man versuchen, das eben auch so aufzulösen. Außerdem könnte man versuchen, wenn man Named Entities beispielsweise erkennt, dann auch zu solchen Beziehungen zwischen den Named Entities übergehen zu wollen und zu sagen, naja, wenn da im Text steht, Bill lives in the USA, dann ist das also eine Beziehung zwischen Bill und USA, nämlich dass der da wohnt. Das sind auch Problemstellungen, mit denen man sich im Bereich des Natural Language Processings beschäftigt, um eben solche Zusammenhänge zu erkennen. Geht ein bisschen auch über den aktuellen Teil dieser Vorlesung hinaus, werden wir auch erstmal nicht vertiefen. Und als letztes ganz wichtig, auch wenn man gerade an sowas denkt, was als One-Box oder so häufig zurückgeliefert wird, Informationen, die man in Tabellen findet oder als Kommentare oder als Zitate auf irgendwelchen Webseiten, das sind häufig Sachen, die man vielleicht direkt in so einer One-Box-Antwort als direkte Antwort auf eine Anfrage zurückliefern wollte. Auch solche quasi halbstrukturierten Informationen muss man aber natürlich erstmal erkennen und dann eben auch beispielsweise in Tabellen, will man ja vielleicht als Antwort nicht die ganze Tabelle zurückgeben, sondern dann will man in der Tabelle erkennen, was der konkrete Eintrag in einer Tabellenzelle bedeutet oder so. Auch wieder Probleme in sich, die aber eben immer mehr an Bedeutung gewinnen, gerade auch dadurch, dass solche direkten Antworten jetzt immer mehr erwartet werden und häufig auch Antworten eben in halbstrukturierter Form in Dokumenten dann tatsächlich vorliegen. Gut, aber wir wollen uns jetzt hier erstmal auf die Nominalphrasen und auf die Named Entities konzentrieren und fangen mit den Nominalphrasen an. Um zu erkennen, was eine Nominalphrase ist, muss man erstmal erkennen, was Nomen sind. Und der Bereich des Natural Language Processings, der sich mit sowas beschäftigt, der heißt Part of Speech Tagging. Also man hat eine Tokenfolge gegeben, als Text in dem Fall eben. Und die Frage ist jetzt, welcher Wortart entspricht denn jedes Token oder auch sowas wie beispielsweise ein Zahlausdruck oder so, falls man jetzt eben kein Worttoken hat. Und in sowas wie dem westlichen Sprachraum oder auch konkret für Englisch gibt es halt beispielsweise sowas wie Nomen, also Substantive oder Pronomen, Verben, Adjektive, Adverbien und so weiter. Das kennen Sie vielleicht noch so als Begriffe auch aus dem Schulunterricht. Das sind aber erstmal nur relativ wenige Klassen, die wir hier versucht haben, einfach mal auf so eine Folie zu bringen. Tatsächlich, wenn man jetzt mit Text automatisch umgehen will, dann reichen diese wenigen Klassen hier tatsächlich überhaupt nicht aus, sondern normalerweise sind so Part-of-Speech-Klassen, ja, das fängt bei 30 verschiedenen an und geht bis hin zu 150, je nachdem, was für ein Tagger, also was für ein Part-of-Speech-Tagger, was für ein System man benutzt und welches Tagset man benutzt. So die mit den wenigsten, das sind vielleicht sowas wie 30, paar 30,
Tags, verschiedene Wortarten, die da unterschieden werden. Und es geht aber hin bis zu 150, also größere Tagsets, die dann sehr feingranular tatsächlich Wortarten untersuchen. Und die Frage, die man sich dann eben stellen muss, naja, wie kriegt man das denn hin, 30 Klassen zu unterscheiden? Das ist gar nicht so leicht, ein recht komplexes Problem. 150 wird dann noch schwerer. Und also es gibt beispielsweise verschiedene Tags auch für tatsächlich Substantive selbst und so. Die Frage ist, wie kriegt man das tatsächlich unterschieden? Ein Beispiel, wo wir schon mal mit einem Tagger das annotiert haben, den wir uns dann später anschauen werden, um eben auch ein Verfahren kennenzulernen, was einigermaßen gut Part-of-Speech taggen kann oder zumindest eins, was oft als eine Baseline verwendet wird. Haben wir mal den Brill-Tagger uns hier angeschaut. Der Text ist wieder der, der uns immer mal begleitet, also einfach so eine Beschreibung aus so einem Track-Topic. Jetzt diesmal nicht gestemmt oder so, sondern in dem Fall getaggt. Und das, was man sieht, ist, jedes Token in der Folge hat jetzt noch so ein Tag dran stehen, also zum Beispiel dieses ein DT, das steht für, hier unten kann man nachgucken, tatsächlich einen Artikel. Also in dem Fall ist das hier ein Artikel, ja, in dem Fall unbestimmt, gut. Steht jetzt nicht mit direkt dran. Relevant JJ, das bedeutet Adjektiv, ja, okay, das sieht aus wie ein Adjektiv. Document NN, also ein Singularnomen und so weiter und so fort. Also jedes Token hat einen Tag bekommen. Beispielsweise auch das Komma als Tag, das Komma oder der Punkt als Tag, den Punkt. Das sind ja separate Token, so wie wir sie bis jetzt immer beim Tokenisieren auch betrachtet haben. Und deswegen wird ein Part-of-Speech-Tagger, die auch tatsächlich taggen, aber es ist dann eben keine Wortart, sondern einfach das Zeichen selbst wieder. Also Eingabe ist dieser Tokenstrom, Ausgabe ist dann der Tokenstrom, wobei an jedem Token durch so ein Slash dann so ein Tag dran gesetzt ist. Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert dieser Brill-Tagger? Er ist eines der einfacheren Part-of-Speech-Tagging-Verfahren, könnte man sagen. Es versucht erstmal ein Basis-Tagging hinzubekommen und dann basierend auf Fehlerkorrekturregeln dieses Basis-Tagging zu verbessern. Also im Prinzip wird versucht, erstmal jedem Token den wahrscheinlichsten Part-of-Speech-Tag zu geben. Also beispielsweise, wenn es Token gibt, die ein konkretes Token gibt, was zu 60% im Texten als Substantiv benutzt wird und zu 40% in der gleichen Form als Verb, dann würde der Brill-Tagger im ersten Umlauf sagen, ah, es ist ein Substantiv. Also 60-40 ist also erstmal most likely ein Substantiv. Um das hinzukriegen, werden manchmal auch Stemming-Regeln tatsächlich angewandt. Und tatsächlich, wenn da so ein Wort mit irgendeinem Suffix, Präfix oder Infix dabei, um das wegzubekommen, um es dann halt tatsächlich in dem Tagging Dictionary zu finden, also zu erkennen, dass es diese 60% Form beispielsweise ist. Wenn das dann jetzt also initial getaggt ist, wird dann im Anschluss eine Liste von Transformationsregeln verarbeitet, um gegebenenfalls Tagging-Fehler wieder korrigieren zu können, um tatsächlich, naja, in so einem Fall wie dieser 60-40-Entscheidung, Substantiv versus Verb, dann am Kontext erkennen zu können, ob es nicht vielleicht doch dieser 40% Fall des Verbs ist. Und dieser Transformationsregelschritt, der wird so lange wiederholt, bis man keine Regeln mehr anwenden kann oder ja, für so und so viele Wiederholungen einfach, wenn man ein vorgegebenes Budget sozusagen hatte, wird es einfach nur für 10 Schritte oder irgendwie sowas wiederholt. Die Konzepte sind dabei wie folgt, dass man sagt, naja, wie kriege ich denn diese initialen Wahrscheinlichkeiten raus? Die bekommt man aus einem großen manuell vorgetaggten Korpus und berechnet da einfach quasi die relativen Häufigkeiten, also für jedes Token, in welcher Form sehe ich es wie oft. Und die Regeln selbst, die kann man dann auch auf so einem vorgetaggten, großen, manuell vorgetaggten Korpus trainieren, indem man halt den Tagger einfach mal anschmeißt, also beispielsweise diesen ersten Schritt von dem Brill-Tagger, der also den wahrscheinlichsten Token immer dazu nimmt und dann guckt, was steht denn da so rundrum? Kann man da Regeln lernen, die mir jetzt helfen, diese beispielsweise 60-40-Entscheidung in dem konkreten Kontext, in dem konkreten Satz beispielsweise zu korrigieren und zu sagen, na hier ist es aber eben doch ein Verb und nicht ein Substantiv. Und die Regeln sehen dann so aus, dass quasi T1 und T2 zwei Tags sind. Also aus T1 soll T2 werden, wenn diese Bedingung hier erfüllt ist. Also wenn dieses Token, was ich mir da gerade angucke, oder der Kontext des Tokens eine Bedingung erfüllt, dann ersetze ich das Token T1 durch T2. Also in dem Beispiel, über das ich die ganze Zeit gesprochen habe, wenn ich sage, der wahrscheinlichste Tag ist ein Nomen, manchmal ist es aber auch ein Verb und da ist es eben wichtig, dass das so und so aussieht.
was da in dem Satz noch steht, dann kann ich aus dem Nomen-Tag ein Verb-Tag machen. Konkret sieht das dann so ein bisschen so ähnlich vielleicht aus, erinnert so ein bisschen vielleicht auch an den Porter-Stammer, dass man eben sagt, wir haben halt Regeln. Und eine Regel könnte sowas sein wie, ja, aus einem Nomen mache ich ein Verb, wenn davor ein To stand. Geht ums Englische, ne? Also der wahrscheinlichste Tag war Nomen, aber wenn davor ein To steht, dann soll es eben doch ein Verb sein, weil To doch ein ziemlich starker Anzeiger dafür ist, dass irgendwas ein Verb ist. Diese Regeln, die kann man eben auch tatsächlich, also nicht nur, gibt nicht nur so wenig Regeln im Brill-Tagger, aber es gibt eine ganze Menge. Diese Regeln würde man tatsächlich auf einem Trainingsdatensatz lernen, der im Prinzip manuell getaggt werden muss. Und da kommt man schon gleich drauf, naja, manuell taggen in einer gewissen Größenordnung, das kostet Zeit und damit dann eben auch Geld. Was man versucht, ist, die Regeln so zu lernen, dass möglichst, nachdem dann das initiale Tagging durchgeführt wurde und die Regeln dann im zweiten Schritt angewendet wurden, dass möglichst wenig Fehler noch übrig bleiben. Oder eben, dass man sagt, naja, die Regeln, die lerne ich eben so, dass sie in möglichst vielen Fällen Fehler korrigieren und Regeln, die jetzt nur irgendwo mal einen Fehler korrigieren, die sind mir vielleicht zu speziell, da bin ich mir nicht so sicher, ob die tatsächlich robust sind. Das kommt so ein bisschen dann darauf an, wie man tatsächlich das Training dieser Regeln dann dem Lernverfahren beispielsweise überlässt. Brill selbst hat dann aber auch schon gemerkt, naja, so richtig gut funktioniert diese erste Variante, die er 92 veröffentlicht hat. Also sie funktioniert, aber so richtig gut. Er hat direkt noch eine Idee bekommen, wie er es besser machen kann. Er war also noch nicht zufrieden. Hat dann gesagt, das größte Problem, was er sieht, sind Wörter, die nicht in den Trainingsdaten vorkommen, also die quasi der Tagger beim Anschauen des großen Korpus, auf dem er die ganzen Wahrscheinlichkeiten trainiert hat, die er da nicht gesehen hat. Was für ein Tag soll das denn bekommen, so ein Wort? Und deswegen hat dann Brill 2 Jahre später gesagt, ah, ich habe eine Idee, was wir da machen. Wir vergeben noch Tags für Unknown, also UNK, also jetzt ein neues Tag für ein Wort, was ich nie gesehen habe als Tagger im Training. Und mit Regeln kann ich dann aus dem Kontext von so einem Unknown-Token dann beispielsweise wieder das machen, was es eigentlich ist. Also etwa, ich habe das Token nie gesehen, aber ich sehe im Dictionary, ich könnte einen Li anhängen, dann sehe ich es als Adverb, dann muss es also ein Adjektiv gewesen sein, weil das Li ja nicht da ist. Oder es ist ein Wort, was ich noch nie gesehen habe, aber es hängt ein Li hinten dran. Na, dann sage ich, das ist ein Adverb. Li ist ein ziemlich starker Zeiger für ein Adverb. Ich habe es zwar beim Trainieren nie gesehen, aber plötzlich kann ich aus solchen Unknown-Token dann eben tatsächlich die richtigen Schlüsse ziehen, wenn ich erkenne, was da beispielsweise am Ende steht oder ob ich sowas wie Li hinten dran hängen kann und das Wort dann im Dictionary finde. Ansonsten hat er auch noch so ein paar Regeln zum Korrigieren von Nominal, also Substantiv-Tags mit festgelegt. Kam auch so ein bisschen drauf an, was beispielsweise dann noch danach kommt oder so und oder davor kommt. Und ja, der Brill-Tagger in der Form, wenn man irgendwo liest, hat jemand einen Brill-Tagger benutzt, ist eigentlich jetzt aktuell immer so diese 94er-Veröffentlichung. Das, was im Hintergrund eben wichtig ist, hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, ist tatsächlich, dass große Corpora getaggt wurden. So in den 60ern gab es so eine erste Initiative, da wurde der sogenannte Brown Corpus Part of Speech getaggt. Das war ein Korpus von ungefähr 1 Million Wörter. Ist eine ganze Menge, also geht ein bisschen Zeit drauf, wenn man da tatsächlich auch Experten dann dran setzt und sagt, bitte schreibt mal die richtigen Tags da dran. Im Hinterkopf muss man immer noch behalten, wenn ich beispielsweise jemanden dran setze, der sich nicht gut auskennt, der soll 50 verschiedene Tags unterscheiden, das ist schwierig. Also muss man Experten haben, Experten einzustellen, sozusagen für so eine Aufgabe ist ziemlich teuer. Später wurde dann tatsächlich das Ganze nochmal um 2 Größenordnungen vergrößert. Der sogenannte British National Corpus ist auch mit Parts of Speech versehen. Das sind dann schon 100 Millionen Wörter. Also nicht 100 Millionen Webseiten, aber immerhin 100 Millionen Wörter Text. Und ja, es gibt noch andere Corpora, aber das sind so die 2 bekanntesten vielleicht. Und da sieht man dann, naja, gut, 100 Millionen Wörter zu annotieren, das dauert eine Weile, beziehungsweise ich brauche halt ein paar Experten. Die Tagsets selbst, wie gesagt, sind sehr unterschiedlich groß. Also geht von sowas wie Pantrybank 2 mit 41 Tags bis zu sowas wie zum British National Corpus Sampler, der hat dann 146 verschiedene Tags. Und ja, da muss man im Kopf schon ein bisschen was
sich merken, wenn man also 146 Tags tatsächlich beim Annotieren auseinanderhalten will. Eine Maschine hat damit erstmal kein Problem prinzipiell, aber vielleicht braucht man in manchen Zusammenhängen tatsächlich nicht 146 Tags, sondern sowas wie Pantry Bank 2 oder so hat sich auch immer mal etabliert. Falls Sie sich jetzt fragen, wie gut das eigentlich so alles funktioniert, naja, wenn man das wahrscheinlichste Tag bei bekannten Wörtern dran setzt und bei allem, was man nicht so kannte, einfach proper Noun sagt, dann kriegt man schon in vielen Zusammenhängen sowas wie 90% Accuracy hin. Also 90% der Entscheidungen sind dann tatsächlich richtig. Das Problem sind dann aber natürlich die 10%, die nicht richtig sind. Und das größte Problem dabei ist, man weiß eben nicht, welches die Wörter sind, die zu diesen 10% gehören. Falls man sich dafür interessiert, was so gerade die besten Verfahren sind, da gibt es sowas, so Webseiten wie NLP Progress oder so, da gibt es auch eine Unterkategorie zu Part-of-Speech Tagging. Da sind aber die meisten Tagger eher so auf so Sequence Modeling basiert und jetzt nicht so sowas Einfaches, regelbasiertes wie der Brill-Tagger. Der ist da gar nicht dabei. Trotzdem ist der Brill-Tagger in vielen Veröffentlichungen tatsächlich immer so die Baseline, mit der man sich vergleicht und sagt, ich will also besser sein als der Brill-Tagger. Gut, das Nominal Phrasen erkennen, braucht also ein Part-of-Speech-Tagger. Ob das jetzt unbedingt der Brill-Tagger ist, wahrscheinlich dann doch nicht, aber man gibt genug Bibliotheken, beispielsweise auch in der Stanford NLP-Bibliothek, wo man auch direkt Part-of-Speech-Tagger drin hat, die einigermaßen gut funktionieren. Im Hinterkopf muss man behalten, manche von denen funktionieren aber sehr viel weniger effizient als andere. Es gibt also auch Part-of-Speech-Tagger, die tatsächlich erstmal versuchen, einen Dependency Parse Tree für die Sätze aufzubauen und das ist relativ teuer im Vergleich zu sowas regelbasierten wie dem Brill-Tagger. Also Part-of-Speech Tagging insgesamt ist erstmal was den ganzen Prozess ein bisschen langsamer macht und wenn man dann noch einen teuren Part-of-Speech Tagger, die aber eben meistens dann ein bisschen effektiver, also mit einer höheren Accuracy arbeiten, wenn man einen teuren einsetzt, dann muss man halt ein bisschen Zeit dafür auch in Kauf nehmen pro Dokument, was man tatsächlich dann taggen will. Aber eigentlich wollen wir ja Nominalphrasen erkennen und haben jetzt also nur so einen kleinen Exkurs zum Part-of-Speech-Tagging gemacht, weil man natürlich, wenn man Substantivphrasen erkennen will, wissen muss, wo da Substantive in dem Text sind. Eine Nominalphrase ist also eine Phrase, eine Gruppe von Wörtern, in denen ein Substantiv das Kopfwort ist und also das wichtigste Wort ist und ja, gegebenenfalls noch mit modifizierenden Wörtern drumherum, sowas wie Adjektive oder so. Und eine Nominalphrase ist dann eine Phrase, die quasi im Satz die Eigenschaft eines Nomens, beziehungsweise im Satz wie ein Nomen, ein Substantiv benutzt wird. Übliche Modifizierer sind sowas wie eben Artikel. Da ist aber so, manchmal, je nachdem, was für ein Paper man liest, sind die Artikel bei Nominalphrasen nicht dabei oder sie sind doch dabei. Was definitiv immer dabei ist, sind eigentlich Adjektive und Präpositionalphrasen als Veränderungen für das Kopfwort, für das Substantiv. Kleines Beispiel hier für Sie, kleine Aufgabe zwischendurch, so ein bisschen ja, warm werden. Schauen Sie mal die ganzen Sätze an und beantworten die Frage, welche sind die Nominalphrasen in diesen Sätzen. Halten Sie dazu einfach den Screencast mal kurz an, dann, wenn Sie es gemacht haben, können Sie weiter laufen lassen und ich löse es dann sozusagen auf. Aber versuchen Sie es erstmal selbst. Was sind denn die Nominalphrasen hier in diesen fünf Beispielen? Jetzt könnten Sie noch anhalten. Ansonsten rede ich dann weiter. Also die Nominalphrasen hier: Cats, einfach als Pluralwort. A cat, Singular. The fluffy long-haired cat, tatsächlich eine relativ lange Nominalphrase, wobei eben Adjektive und auch einen Artikel davor. The cat on top of the stool als Präpositionalphrase, insgesamt eine Nominalphrase. Oder auch hier sowas, most big cats, also jeweils die Nominalphrasen am Anfang der Sätze. Nominalphrasen kann man jetzt aus Texten extrahieren, wenn man Part-of-Speech-Tagging laufen gelassen hat. Und dann kann man sowas wie einen regulären Ausdruck benutzen, der halt sagt, okay, was sind die Tagsets? Also was ist das Tagset, was benutzt wurde? Ich muss also Nominalwörter, also Substantive erkennen in verschiedenen Formen. Da gibt es vielleicht verschiedene Tags. Ich brauche Adjektive oder Präpositionalphrasen. Das sind also die Tag-Folgen, die ich dann erkennen will.
Wenn man darüber nachdenkt, Nominalphrasen als Indexterme zu benutzen, nutzt man meistens relativ einfache solche reguläre Ausdrucksmuster, also sowas wie Folgen von Substantiven oder Folgen von Adjektiven mit einem Substantiv am Ende. Das sind so Sachen, die eher die relativ einfachen Nominalphrasen sind. Ein Beispiel hier wieder, was wir uns die ganze Zeit angeschaut haben, mit ein paar Tagging-Fehlern, die korrigiert wurden, werden die ganzen fetten Sachen, also die Nominalphrasen, die man extrahiert. Wie gesagt, hier geht es eigentlich eher um längere Sachen, deswegen sind die einzelnen Substantive hier alle nicht Nominalphrasen oder als Nominalphrasen gehighlightet. Es sollen ja tatsächlich zusammenhängende, mindestens zwei wortlange Folgen erkannt werden und die sind hier auch tatsächlich alle zwei Worte lang. Also Relevant Document, Marketing Strategies und so weiter. Die ganzen fetten Sachen jeweils in sich sind die Nominalphrasen, die man hier wahrscheinlich erkennen wollte. Wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, ob man jetzt also einfach alle N-Gramme indiziert, so von Länge 1 bis 5, oder ob man sagt, naja, die Worte allein packe ich in den Index und ja, der Rest, das ist mir dann zu teuer, 2, 3, 4, 5 Gramme, dann könnte man hier schon sehen, wenn ich nur die Nominalphrasen noch mit in den Index packe als Phrasen, dann wird es deutlich günstiger. Also es ist halt nicht so ein großer Anteil des Textes dann tatsächlich eine Nominalphrase. Dafür, also den weniger Platz, den man dann gegebenenfalls bräuchte, dafür muss ich bezahlen, indem ich jetzt hier also Laufzeit beim Taggen der Dokumente, bevor ich eben den Index baue, tatsächlich aufwende. Und je nachdem, was für ein Part-of-Speech-Tagger ich benutze, eben relativ hohe Kosten manchmal tatsächlich damit verbunden. Ja, gleichzeitig habe ich dann aber vielleicht den Vorteil, dass ich eben beobachtet habe in meinen Studien von anderen Suchmaschinen, die meisten Suchanfragen, die da Menschen stellen, sind sowieso irgendwie Nominalphrasen, die zusammenhängen. Also macht es schon Sinn, Nominalphrasen auf jeden Fall mit in den Index aufzunehmen. Und wenn der Platz knapp ist, dann vielleicht doch keine 1 bis 5 Gramme, sondern eben nur Nominalphrasen der Länge 2 bis 5 dazu. Da spart man schon gegebenenfalls eine ganze Menge Speicherplatz im Vergleich zum Indizieren von allen N-Gramm, die eine gewisse Häufigkeitsschwelle, wie beispielsweise 40 Mal vorzukommen oder so, überschreiten. Könnte man auch bei Nominalphrasen ja anlegen und sagen, ich speichere nur die, die mindestens 40 Mal vorkommen. Und das sind dann eben deutlich weniger als N-Gramme, die mindestens 40 Mal vorkommen. Wichtig auch noch neben den Nominalphrasen, also zum Nominalphrasen erkennen, brauche ich einen Part-of-Speech-Tagger. Wichtig daneben sind auch noch sogenannte Named Entities. Das sind also Phrasen, manchmal kann es auch ein einzelnes Wort sein, die auf ein Objekt der realen oder auch der fiktiven Welt verweisen. Jetzt unter Real World Object zusammengefasst. Also Harry Potter ist ja auch quasi ein Teil der realen Welt, zumindest in Form der Bücher und so weiter. Und das ist also ein echter Name, den man da erkennen möchte. Und häufig ist es aber so, dass so ein echter Name tatsächlich nicht nur aus einem Wort besteht, sondern tatsächlich eine Phrase ist, also Teil von Nominalphrasen oder sowas könnten das sein. Und die Kategorien, die man üblicherweise unterscheidet, sind sowas wie tatsächlich Namen von Personen, Organisationen, Orten und so weiter. Oder eben sowas wie Zeiten als Entitäten, also gestern 17 Uhr oder am 24.12.2020, solche Geschichten, also Zeitpunkte und auch Zahlen, also sowas wie beispielsweise Geldbeträge oder einfach nur die 7, die 42 oder sowas. Das möchte man auch oft als Information mit extrahieren und fällt oft in die Kategorie Entität. Wenn Sie sich das Beispiel hier unten auf der Folie wieder anschauen, ganz kurz, was wären denn Ihrer Meinung nach hier diese Named Entities, die man dann erkennen können wollte als tatsächlich Suchmaschine, die Named Entities in den Index mit aufnehmen will, speziell erkannte Entities vielleicht auch ein bisschen größer gewichten will oder neben Nominalphrasen eben auch die Entitäten nochmal separat in den Index als Indexterme packen will. Was sind hier die Named Entities in diesem Satz? Kurz anhalten, drüber nachdenken. Wenn Sie noch nicht angehalten hatten, jetzt wäre nochmal ein Moment. Ansonsten blätter ich weiter. Ja. Ungefähr das haben wahrscheinlich die meisten auch geschätzt. Fred Smith als Name einer Person. Ten Water Street, Springfield, Massachusetts als ein langes Named Entity im Sinne einer Adresse. Man könnte auch überlegen, ob man sagt, das hier ist ein Named Entity als die tatsächliche straßenweise Adresse und das hier ist eine Entität als
die Stadt Springfield in Massachusetts. Aber normalerweise geht man davon aus, dass man möglichst lange Folgen eben erkennen will. Außerdem noch Five Species of Tropical Fish, eben wegen der Zahlbegrifflichkeit. Und dann kann man auch Species of Tropical Fish gegebenenfalls noch mit hinten dranhängen. Als eben Nominalphrase mit einer Zahl drin, würde man oft noch versuchen zu erkennen. Und dann noch sowas hier wie The Past 15 Years als Ausdruck, als zeitlicher Ausdruck, die letzten 15 Jahre. Ja, das wollte man jetzt erkennen und die Frage ist, wie erkennt man denn sowas im Text? Als Mensch guckt man quasi kurz drauf und sagt, okay, da sind sie mit dem ganzen Weltwissen, was man im Hinterkopf hat, aber als Maschine bekomme ich die Token alle der Reihe nach und soll jetzt sagen, ah ja, Fred und Smith zusammen ist wahrscheinlich ein Name. Wie funktioniert das? Auch dafür ganz kurz ein paar Ideen und dann informeller Überblick über vielleicht so ein Verfahren. Im Prinzip gibt es verschiedene Varianten, also ganz einfach sowas wie der Wörterbuchbasierte Ansatz, wo man einfach sagt, für eine bestimmte Kategorie von Named Entities schreibe ich mir alle in eine Liste auf. Was es oft gibt in dem Zusammenhang, ist der Begriff des Gazetteers. Das ist häufig benutzt für geografische Begriffe, also beispielsweise alle Ortsnamen auf dem Planeten Erde oder so. Da gibt es eine große Liste. Je nachdem, was einem wichtig war, steht da alles drin. Oder vielleicht auch nur Städte mit mindestens so und so viel Einwohnern. Und Flüsse, die eine gewisse Länge haben oder irgend sowas. Berge, die eine gewisse Höhe haben. Und dann hat man einen Gazetteer für eben geografische Begriffe. Das wird relativ oft benutzt, gerade im geografischen Sinne. Und was macht man jetzt? Naja, als Verfahren zum Erkennen, ich gucke einfach, ob die Token-Sequenz, die ich gerade vor mir liegen habe, ein Stück enthält, was auf so einen Dictionary-Eintrag matchen kann. Und wenn ja, dann tagge ich das mit diesem entsprechenden Eintrag. Regelbasierte Verfahren versuchen Muster zu lernen, beispielsweise um Adressen zu erkennen. Wenn da sowas steht wie Street, dann ist wahrscheinlich das davor und falls dann Ortsname dahinter kommt, also alles zusammen eine Adresse, sowas könnte eine Regel sein. Und ja, das ist dann so ähnlich wie das, was der Brill-Tagger beispielsweise machen würde, dass man sagt, okay, ich erkenne im ersten Umlauf bestimmte Schlüsselwörter und habe dann so Regeln, die sagen, das, was da rundherum steht, das ist dann noch Teil des Named Entities quasi in dem zweiten Schritt. So ähnlich wie der Brill-Tagger dann Fehler korrigierte, dass man hier sagt, mit dem einfachen Muster habe ich so eine Art Seed gefunden und dann versuche ich das zu erweitern. Und als drittes, das werden wir uns dann gleich noch ein bisschen genauer angucken, das sogenannte Statistical Sequence Modeling, wo man versucht, auf der Tokenfolge so Wahrscheinlichkeiten mitzuberechnen und basierend auf den Wahrscheinlichkeiten dann zu entscheiden, ob das, wo ich gerade bin, noch Teil eines Named Entities oder nicht mehr Teil eines Named Entities ist. Und das, was man dann als ein Modell in dem Zusammenhang sich mal anschauen kann, sind die sogenannten Hidden Markov-Modelle. Die gucken wir uns dann auf den nächsten Folien gleich nochmal so informell ein bisschen genauer an. Was man braucht, um so ein Sequence Modeling oder auch um Regeln zu entwerfen, ist natürlich eine möglichst große Menge von annotierten Trainingsdaten, also Dokumente, in denen alle Named Entities tatsächlich annotiert sind. Oder eben im Falle eines Dictionary-basierten Ansatzes, da brauche ich eben Leute, die tatsächlich alles, was in eine bestimmte Kategorie fällt, also beispielsweise alle Georeferenzen, die sowas sammeln und in so ein Dictionary dann tatsächlich reinpacken. Was schwierig ist, egal ob man jetzt regelbasiert oder Sequence Modeling basiert anfängt, wenn man jetzt einen Tagger bzw. Named Entity Recognizer für einen bestimmten Typ Entitäten hat, dann ist es oft nicht so leicht, den auf eine andere Kategorie zu transferieren. Also beispielsweise, wenn ich gut Straßenadressen erkennen kann, dann kann ich noch lange nicht gut Personennamen erkennen, weil eben die Kontexte von Adressen beispielsweise eben ganz andere sind als Kontexte von Personennamen. Schauen wir uns das mit den Hidden Markov-Modellen ein bisschen genauer an. Also informell, wir gehen jetzt nicht zu tief rein, aber im Prinzip ist die Hypothese, die dahinter steckt, dass man sagt, naja, ob jetzt ein bestimmtes Token Teil eines Named Entities ist, hängt von den Token ab, die rundrum stehen, beispielsweise davor. Also ob das Token Marathon beispielsweise Teil eines Named Entities ist, es hängt davon ab, was davor steht, weil wenn da eine Stadt steht, beispielsweise Boston Marathon, dann ist also das Ereignis dieser Boston Marathon gemeint oder New York Marathon oder Berlin Marathon oder sowas, dann würde man sagen, okay, dann ist es ein Named Entity, also ein konkretes Ereignis in der realen Welt, was einen konkreten Namen hat. Aber Marathon alleine, ja, das ist halt erstmal einfach nur ein Marathon,
Wenn da nicht noch eine Ortsbezeichnung davor steht, wird es üblicherweise nicht als Named Entity gezählt werden. Und was man jetzt modellieren will in so einem Hidden Markov-Modell, ist die Folge der Token-Zustände. Also ist es ein Named Entity-Token oder ist es kein Named Entity-Token und gegebenenfalls noch was für ein Typ Named Entity ist es denn? Diese Zustandsfolge zu modellieren und dann über diese Modellierung der Zustandsfolge Rückschlüsse darauf zu ziehen, wo denn jetzt die Named Entities tatsächlich standen. Als ja, Markov-Modell zeichnet man im Prinzip so eine Art Prozess, der dabei abläuft, wenn man jetzt so einen Satz generieren würde. Also einen Satz generieren, dann sage ich, okay, ich bin gerade stehe gerade auf Token X, das habe ich gerade generiert und jetzt möchte ich das nächste Token generieren. Da ziehe ich aus einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung, beziehungsweise ich habe Wahrscheinlichkeiten, was als nächstes kommen wird für ein Wort und da ziehe ich dann entsprechend den Wahrscheinlichkeiten ein Wort und dann wechsle ich meinen Zustand in den entsprechenden Zustand, den ich dann für das folgende Token Y einnehmen müsste. Und wenn die Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten, also von X auf Y, nur davon abhängen, was für einen Zustand ich bei X hatte, dann sagt man, dass der Prozess die Markov-Eigenschaft hatte. Also Markov-Eigenschaft heißt, ich habe so eine Folge von Zuständen und die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Zustand überzugehen, hängt nur davon ab, in welchem Zustand ich gerade bin, aber nicht von irgendwas anderem noch von den 300 Millionen Zuständen, in denen ich vorher jemals war. Manchmal erweitert man es noch ein bisschen, beispielsweise beim Text und sagt, okay, es hängt nicht nur von dem allerletzten Zustand und Token quasi ab, sondern die Markov-Annahme für Texte ist, dass das i plus erste Token von den i-Token davor abhängt oder eben von den letzten i minus n-Tokens irgendwie abhängt. Also da sagt man Markov-Modell der ersten, zweiten oder dritten und so weiter Ordnung, je nachdem, wie viele Terme man zurückschauen darf. Und die Frage ist jetzt, eigentlich will ich ja wissen, ob das jetzt gerade hier ein Named Entity Token ist oder nicht und nicht, was das wahrscheinlichste nächste Token sein wird. Also mit dem Hidden Markov-Modell-Ansatz will ich ja eigentlich in dem Fall hier Named Entities erkennen und nicht sagen, was wird denn das nächste Token wohl sein. Und deswegen muss man das noch ein bisschen sozusagen umbauen und benutzen jetzt diese Hidden Markov-Eigenschaft, dass wir eben sagen, die Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten, die kann ich gar nicht direkt überwachen. Das, was ich überwachen kann, ist so eine Ausgabe, die jeder Zustand machen wird. Also wenn ich auf Token X stehe, kommt noch eine Ausgabe aus einem festgelegten Vokabular beispielsweise. In unserem Fall eben ist es ein Named Entity und zwar Person oder Ort, wenn ich das auseinanderhalten möchte. Dann hätte ich also als festes Vokabular, sowas wie kein Entity, Personen-Entity oder Orts-Entity. Oder eben noch, wenn ich mehrere verschiedene Entitäten noch unterscheiden will, dann eben noch mehr. Das festgelegte Vokabular wären also die potenziellen Entitätentypen, die ich unterscheiden möchte. Und diese Ausgabe wird also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jetzt produziert, aber ich kann erstmal nur die Ausgabe sozusagen beobachten. Und die Wahrscheinlichkeiten für die Zustandsübergänge, die bekomme ich auch wieder basierend auf Beispieltexten, also viele Texte getaggt mit da sind die Named Entities. Das wird quasi das Training des Hidden Markov-Modells sein, wo man sagt, okay, wir wollen die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und gehen dann über ungesehenen Text und in entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, die ich vorher auf gelabelten Texten bestimmt habe, gebe ich dann eben solche Vokabulareinträge zurück, sowas wie in dem Fall, ja, ist kein Entity, dieses Token hier, oder dieses Token ist Teil eines Personen-Entities, eines Orts-Entities. Man hat also eine Folge von Token, die dann reinlaufen in dieses Hidden Markov-Modell als Sequenz. Und das trainierte Hidden Markov-Modell, also trainiert auf die Wahrscheinlichkeiten, die Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten wurden trainiert auf eine große Sammlung von Texten, wo eben die Named Entities annotiert wurden, wird dann entsprechend das Modell einfach auf die Token-Sequenz losgelassen und basierend auf den Worten, die es gesehen hat, wird es dann für das nächste Token vorhersagen beim Zustandsübergang. Ja, hier beginnt jetzt ein Personen-Named Entity, dann kommt es noch ein Token, das ist dann wahrscheinlich noch weiter Personen-Entity.
Und das nächste Token ist es dann schon nicht mehr oder so. Also, ob das Named Entities oder nicht, soll dann die Ausgabe sein, die ich aus diesem Markov-Modell auswerte. Und das stellt man üblicherweise grafisch dar. In dem Fall hier hätte man also einen Stadtknoten, sowas wie, nee, ist kein Named Entity, einen Knoten, also einen Zustand für, ist ein Personenname, ist ein Ortsname, einer für, ist ein Zahlding, einer für, ist ein Zeitbegriff und ein Stoppzustand, wenn man in dem ist, dann hört man auf. Und falls man jetzt also durch diesen Fred-Smith-Satz geht, ist es hoffentlich so, dass das trainierte Modell aus dem Stadtzustand durch das Sehen des Wortes Fred in diesen Zustand Name geht, im Name bleibt, dann eine Weile in diesem None-Zustand bleibt. Sobald es dann auf 10 Water und so weiter kommt, wird es in einen Location-Zustand gehen, in dem bleibt es dann eben mit dieser gewissen Wahrscheinlichkeit, solange bis ich hier Massachusetts gesehen habe. Dann kommt das Komma, das ist dann wieder nicht mehr Teil. Dann bleibe ich eine Weile nicht mehr im Named Entity Teil. Und dann kommt so ein, ist ein Zahl, Named Entity Ding für eben das Wort, also beginnt bei Five Species bis hin zu Tropical Fish. Dann kommt nochmal ein Token, was kein Named Entity ist. Und dann kommt ein Zahl, ein Zeitausdruck. Und am Ende komme ich dann bei dem Punkt irgendwie auf so ein Stopp-Token. Und oder bei dem Punkt bin ich dann durch den Satz durch und sage, okay, Hidden Markov-Modell ist einmal durchgelaufen und es hat mir dabei diese entsprechenden Tags produziert, also dass das hier Teil eines oder dass das hier ein Name ist, dass das hier eine Adresse ist und so weiter und so fort. Und gegebenenfalls eben auch, was mitbenutzt werden könnte, ist das, was ein Part-of-Speech-Tagger vorher ausgegeben hat. Also auch für Named Entity Recognition benutzt man wahrscheinlich einfach auch noch einen Part-of-Speech-Tagger vorher und gibt dann eben die Parts of Speech gleich noch mit als Teil des Token-Streams, dem Hidden Markov-Modell mit. Die Wahrscheinlichkeiten, diese Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten, da brauche ich also auch wieder große Trainingsdatensätze. Wie würde man die ausrechnen können? Ein klassischer Ansatz ist sowas wie dynamisches Programmieren. Da gibt es zwei Verfahren, die immer mal wieder für Hidden Markov-Modelle propagiert werden. Also entweder der Viterbi-Algorithmus oder der sogenannte Forward-Backward-Algorithmus. Die würde man einsetzen, um eben diese Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten gut zu berechnen, beziehungsweise man sagt dann halt zu trainieren, weil am Ende eben ein Modell rauskommt im Sinne eines maschinellen Lernverfahrens. Regelbasierte Ansätze sind so einem Hidden Markov-Modell manchmal ungefähr gleichwertig. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel natürlich Gehirnschmalz man in die Regeln gesteckt hat. Aber die eigentliche Effektivität, die hängt so ein bisschen davon ab, um was für eine Kategorie von Named Entities es sich dreht. Also beispielsweise für sowas wie Namen, Orte oder Organisationen kriegt man auch regelbasiert ziemlich gut, ziemlich schnell 90% Accuracy hin. Also 90% der Entscheidungen sind tatsächlich richtig, wenn man beispielsweise sowas wie 1500 Nachrichtenartikel zum Trainieren hat. Also das ist dann so ungefähr 1 Million Tokens, also ungefähr die Größe des braunen Korpus, sowas, wenn man sagt, 1 Million Wörter, sowas wie 1500 Nachrichtenartikel könnte das ungefähr sein. Wenn man also beispielsweise den braunen Korpus nimmt, der ist natürlich jetzt ein bisschen Englisch aus den 1960ern. Wenn man jetzt einen Named Entity Recognizer für aktuellen Text will, müsste man andere Texte benutzen. Wenn man was will, was beispielsweise Named Entities in wissenschaftlichen Texten gut erkennt, dann kann man das natürlich nicht auf Nachrichtenartikeln trainieren. Also es hängt immer sehr davon ab, was für eine Qualität und was für eine Art Trainingsdaten man eigentlich auch dafür hat, was dann am Ende für eine Qualität auch rauskommt als Ergebnis bei der Informationsextraktion. Ja, so viel erstmal als kleiner Ausblick, was man machen könnte und was man auch machen sollte auf Suchmaschinenseite. Also zumindest Nominalphrasen und Named Entities sind sehr, sehr wichtige Kandidaten, als Indexterme aufgenommen zu werden, wenn man schon nicht alle N-Gramme hinkriegt oder so. Wenn man alle N-Gramme hinkriegt, abzuspeichern im Index, dann würde man sich aber trotzdem noch merken wollen, welche von denen sind denn Nominalphrasen und welche von denen sind Named Entities und die gegebenenfalls auch dann beim Caching oder sowas etwa zu bevorzugen, weil ja Nominalphrasen und Named Entities klassischerweise die am häufigsten in Anfragen, zumindest in diesen schlüsselwortbasierten Anfragen, wenn man so eine Suchbox benutzt, weil das da die häufigsten Komponenten sind, die in Anfragen tatsächlich vorkommen. Das Ganze bewegt sich jetzt ein bisschen weg davon, weil eben immer mehr mit solchen Geräten gesprochen wird. Aber trotzdem ist es dann auch noch wichtig, in zum Beispiel einer Frage, die man einer Suchmaschine stellt, eben die Entitäten zu erkennen
Oder auch die Nominalphrasen zu erkennen, weil das meistens die wichtigeren Bestandteile dann der Anfrage sind. Ja, so viel zum Bereich der Informationsextraktion. Wie gesagt, nur ein kurzer Überblick, da könnte man eine ganze Vorlesung zu halten. Das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Forschungszweig im Natural Language Processing. Und im nächsten Teil der Information Retrieval Vorlesung werden wir dann uns genauer damit beschäftigen, was man denn mit Links alles noch machen kann. Und die sollte man eben auch beim Vorverarbeiten der Texte, die dann in den Index in Form von Indextermen übergehen, die sollte man auch noch mit beachten. Warum? Kommen wir dann im nächsten Screencast dazu. Danke erstmal.